Jesus und die Kinder. Eine Geschichte aus dem Leben Jesu. Eines Tages brachten ein paar Leute ihre Kinder zu Jesus. Sie wollten, dass Jesus seine Hände auf sie legte, um sie zu segnen. Das heißt, er soll Gott darum bitten, sie zu beschützen und zu begleiten. Sie kamen zu den Freunden von Jesus, den Jüngern. Doch die schickten sie wieder weg. Jesus sah das und wies die Jünger sofort zurecht. Lasst die Kinder herkommen. Sie sind willkommen in Gottes neuem Reich. Glaubt mir, wenn ihr nicht so werdet wie sie und so auf mich vertraut wie ein Kind, dann werdet ihr gar nicht erst dorthin kommen. Dann legte er den Kindern die Hände auf und segnete sie.